Herzlich willkommen zurück in 7 Days to Die. Hier ist der Jones. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Ja, willkommen in der verlorenen Folge Nummer 2. Zweiter Versuch. Let's Play Nummer 27. Ja, die mir schon einmal verloren ging. Ich habe die ganze Nacht über hier so ein bisschen Kisten geräumt. Passiert ist nichts. Also von daher, ja. So, was wollte man machen? Ich wollte mir ein Campfire noch bauen, ein zweites. Das machen wir mal eben schnell noch. Hier, so. Machen wir hier ein Campfire. Zack. Und dann stellen wir das dahin. So. Und dann brauchen wir noch einen Grill. Ah ne, habe ich doch hier irgendwo. Wo habe ich denn den? Da. Ich habe einen Grill irgendwo. Da. Und da war der Topf drin, genau. So. Und jetzt könnten wir hier uns da noch ein bisschen und da. Und dann machen wir das so. So. Hauen wir uns hier noch ein paar Eier mit Speck drauf. Lecker, lecker, lecker. Woodframe rein. Zack. Fertig. Prima. 1,40 braucht das nur. Wir haben noch 15 Bier im Kühlschrank. Wir haben ja schon morgens 10 nach 7. Kann man auch schon mal ein Bier trinken, ne? So. Kommen wir nämlich schneller voran. Bringen wir noch den Scheiß da weg. Jetzt muss ich gerade überlegen. Was habe ich da? Die Steine kommen dahin. Die Röhrchen, die nehme ich mit. Ich mache mir noch einen Barren hier klein. Und die Woodframes nehme ich natürlich auch mit. Oh, Weapon Repair Kits. Da kann ich ja jetzt hier in meine tolle Supply-Kiste reingucken. Nein, die Hälfte wollte ich. So, die. Ah. Oh, oh. Ich wollte ja ein Crossbow bauen. Jetzt muss ich mal schauen. Wie sieht denn das aus hier mit dem Crossbow? Der braucht. Hauptsache mal die Nase juckt. Wir brauchen Sticks, wir brauchen Lederstreifen. Woraus kriege ich die Lederstreifen? Daraus, sehr schön. So. Dann. Das Eisendingen. Gehen wir da raus. Und die Stöckchen. Die Sticks sind. Oh. Ey. Da. Okay, habe ich schon ein Holzstück irgendwo? Nein, da müssen wir uns jetzt tatsächlich einen Baum fällen gehen, um den Crossbow herzustellen. Das ist ja doof. Ich hab da kein Köcheln. So. Upsala. So, hier mein Wald. Mein ganz persönlicher Wald. Knall. Wie? Wo ist der Baum? Na toll. Hä? Was ist das Holz wieder irgendwo da drin? Hier ist da ein Hund. Was ist denn hier los? Ey, 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 ey. Wieso sind die in meiner Wohnung? Kann mir das jemand verraten? Ich hab 4 Hunde. Also manchmal ist das doch sehr merkwürdig, was hier in dem Spiel so passiert. Da ist mal einmal Essen am Kochen und schon kommen 4 Hunde.
Meine Fresse nochmal. So, wir wollten eigentlich das so machen. Und so. Und dann gehen wir uns einen Crossbow bauen. Zack. Endlich. Nach 27, ja, beziehungsweise mit den verlorenen Folgen 29 Let's Plays, habe ich eine Armbrust. Unglaublich. So, wir können jetzt, wenn ich mal wüsste, was wohin kommt. Moment mal, da sind die ganzen Federn. Brauchen ja noch Bolzen, ne? Exploding Crossbow Bolt. Och, da geht aber viel Schwarzpulver drauf, mein lieber Mann. Steel Crossbow Bolt. Iron Crossbow Bolt. Und Crossbow Bolt. Dann machen wir die doch mal aus Eisen. So, jetzt muss ich mal gucken. Hat die Schnitt irgendwo... Ach, das sind... Moment. Iron? Iron Arrowhead. Ja, okay. So, das sind schon mal 30 von den Dingern. Iron Arrowhead Mold. Oh, okay. Ah, nein. Habe ich noch eine? Scheiße. Kann ich einen so einen Pfeil wieder zerlegen? Nee. Scheiße, ich hätte mir mal besser die Mold gebaut. Ich bin doch so ein Arschloch, ey. Oh, ist das denn zu fassen? Facepalm, echt. Ja, mal wieder nicht aufgepasst. Klasse, Jones, hast du gut gemacht. Naja, wenigstens haben wir 30 von den Dingern. Dann machen wir uns dann noch ein paar von den Sticks. In der Zeit packen wir noch das Leder da rein. Oh, mal dahin und so und so. Weil die Mold kann ich halt nur machen, wenn ich auch so eine Spitze habe. Jetzt muss ich erst wieder so eine Spitze irgendwo finden. Und, ja. Erst wenn ich die habe, geht's weiter. Na, toll. Okay. Dann lassen wir den anderen Kram. Moment. Da sind die Supplies. Die Federn da drin. Kann ich noch da lassen? Das Holz. Holz war da. Die Woodframes nehme ich mit. Die kommen mal da rein. Und das kommt da rein. Das kommt da hin. Und das Eisen wieder dahin. Mein Gott. So. Und die Bretter, die machen wir auch noch dahin. So, das wollte ich ja mitnehmen. Da kann ich nämlich zwischendurch mal hier meinen Kram reparieren. Und ich denke, da haben wir das. So, gehen wir mal los und suchen Reifen fürs Minibike. Na klasse, ey. Haben wir hier auch noch so einen Scheiß in der Bude. Lecker. Hä? Da habe ich schon einen Hund getötet. Und hier eigentlich auch. Das ist ja cool. Der Hund ist zum Zombie geworden. Oh, nicht schlecht. Ah, Moment, warte mal, da war da noch was. Da war noch Bier. Und hier waren noch die Shotgun-Parts drin, ne? So, das können wir mitnehmen. Das auch. Das fliegt weg. Und das, ja, ich weiß, ja, ich sollte es eigentlich scrappen. So, jetzt zerlegen wir noch schnell die Shotgun. Ja, geil. War das dahin? Da ist doch schon mal was. Mal fast eine lila Shotgun. Sau cool. Wir haben eine lila Shotgun. Haha. Ja, komm, ich schmeiß den Scheiß da jetzt auch noch weg. Hier, so. Zack, weg damit. Finden wir alles irgendwie wieder. Mein Gott, ey. Hier erstmal überall sauber machen. Na toll.
So, haben wir es jetzt. Da ist noch so ein Block. So, jetzt aber. Schauen wir doch mal schnell hier in die Häuser rein. Vielleicht finden wir da ja schon. Ne, den laden wir mal durch. Hä? Load. Good Iron Crossbow. So. Forcer-Magazin. Leere Gläser. Oh. Duct Tape war ja klar. Papier. Ist sowas eh nicht drin. So. Ach, da fällt mir ein. Ich habe ja gar keinen Mining-Helm mehr. Da bräuchte ich ja einen neuen. Könnten wir ja mal schnell zur Schule latschen. Dann würde ich mir da einen neuen Mining-Helm holen gehen. Hier sieht es aus, ey. Überall diese Scheiße, ey. Schlimm. Also an Bier mangelt es definitiv nicht. So viel ist mal klar. Ist der Zeug hier oben irgendwie vielleicht nachgespawnt? Ja. Ja, gehen wir doch mal zur Schule, weil da gibt es ungefähr gefühlte 10 Milliarden Mining-Helme. So. Tippeln wir mal los. Die Schule ist... Ja, ne? Das ist die Schule. Oh, ich muss mal was trinken. So, und da kippt man noch ein Bier oben drauf. Wir haben ja schon wieder Nachmittag. Rennen schnurstracks zur Schule. So, dann schauen wir doch mal, ob wir dort einen neuen Mining-Helm bekommen. Ich gehe mal stark davon aus, denn da haben so viele Mining-Helme gelegen in der Schule. Vielleicht finden wir ja auch hier am Auto oder so irgendwo was. Nudeln essen. Immer gut. Haha. Steel Arrowhead. Sehr schön. Kann man sich daraus wahrscheinlich auch eine Mold bauen, ne? Steel Arrowhead Mold. Ne? Moment. Steel. Cross. Achso, ja, okay.
So, jetzt will ich auch mal mit meiner Armbrust hier schießen. Komm mal her hier. Bäm. Zack. Da war er weg. So. Und jetzt müsste doch die Schule schon gleich da vorne kommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Dann frage ich mich, ob da vielleicht die Sachen nachgespawnt sind. Irgendwo war da noch die Polizeistation. Die war da vorne irgendwo oder so. Ja. Ah, Ilse! Sieht irgendwie gerade nicht aus wie die Schule, oder bin ich jetzt nur von der anderen Seite dahin gelatscht? Ich weiß es gerade nicht, ich glaube, ich gehe mal außen rum. Das ist aber die Schule. Huch, was ist denn hier? So kann man auch in die Schule kommen. Lieber Mann, haben die das Ding hier zerlegt? Ist ja krass. Juhu, Level up. Ist ja richtig was los. Harry Hirsch ist auch vor Ort. Und Meister Petz ist da. Irgendwo. So, und die... Die Mining-Helme, die sind immer hier in den Spinden drin gewesen. Braucht man einmal einen, da findet man keinen. Mensch, jetzt Kinder, ist das denn wahr? Oh, hier. Einen guten Tag. Mensch. Hier ist richtig Action. Oh, ist es denn wahr? Da brauche ich einmal einen Mining-Helm und finde hier keinen. Hier ist eigentlich alles voll mit den Scheißdingern. Den Braten nicht. Gleich steht irgend so ein scheiß Zombie neben mir und haut mich um. Weihnachtsmützen gibt es hier jede Menge. Falls ihr mal eine Weihnachtsmütze braucht, da ist er doch. Zack. So, wunderbar. Ich glaube, ich sollte mir noch einen mitnehmen. Da bestimmt irgendwo noch einer drin hier. War ich doch. So, haben wir wieder zwei Mining-Helme. Hätte man das Thema auch erledigt, Gott sei Dank. So, wenn wir schon mal da sind. Brauchen wir noch irgendwas aus der Schule? Nein, ich glaube eigentlich nicht. Oder? Nö. Fällt euch noch was ein? Mir fällt nichts mehr ein. Außer Minibike-Tires, die man hier aber sicherlich nicht finden wird. Von daher... würde ich vorschlagen, da ist noch die Polizeistation. Gehen wir rüber zur Polizeistation.
Da, in die Richtung, genau. Und dann schauen wir da mal noch kurz vorbei. Was sagt denn das Inventar? Ja, gut, halb voll. Schauen wir mal kurz bei der Polizei vorbei, ob es da was Neues gibt. Und ansonsten würde ich nämlich dann mal hier so mal kurz noch nach Westen, aber eigentlich eher nach Norden laufen. Vielleicht gibt es ja da noch was Schönes zu entdecken. War da schon lange nicht mehr. Knack. Juhu, Duct Tape. Genau, prügel du dich mal mit dem Zombie. Ich gehe so lange zur Polizei. Und sag da mal Bescheid, sozusagen. Ah, hier ist auch schon hier Gefangenen aus. Meine Fresse, hier sieht's aus. Das ist schon mal gut. Hier ist doch auch noch so. Okay. So. Haben schon ein bisschen Munition gefunden. So, hätten wir das auch. Schauen wir mal noch kurz hier oben nach. Den Schalter um. Ich brauche Reifen. Hallo. Hier. Mensch, geht jetzt. Immer was hier los. Hat mal jemand Reifen da? So, das war das. Schauen wir mal, was in der Munitionskiste drin ist. Hoffentlich irgendwas, was wir gebrauchen könnten. Na toll. Shotgun Slugs. 166 Damage. Und die? Okay, also die hauen richtig durch, die Dinger. Ist ja auch nicht verkehrt. Oh, was zu essen. Auch gut. Die kann ich wegschmeißen. Ja, ein bisschen Suppe oben drauflegen. So, wunderbar. Dann haben wir das hier auch hinter uns. Schauen wir noch kurz hier rein. Hier war doch auch immer. Hier. Karl Gustav. Weg. Weg. So, haben wir die Polizeistation auch wieder leer gemacht. Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in Richtung Norden. Aber das machen wir dann erst im nächsten Let's Play. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Und wenn dem so ist, freue ich mich. Hupsala, freue ich mich, wenn ich hier rauskomme. Nein, freue ich mich natürlich über ein Däumchen hoch oder noch viel besser über ein Abo. In diesem Sinne, macht's gut. Bis demnächst. Und tschüss mit einem schönen Gruß von der Hilde.